So, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen eCoffee-Lecture zum Thema Open Access-Förderung an der JLU Gießen. Mein Name ist, wie meine Kollegin bereits gesagt hat, Helena Meyer. Ich bin Mitarbeiterin an der Universitätsbibliothek in Gießen und bin unter anderem im Open Access-Team der Einrichtung tätig. Im ersten Teil meiner heutigen Präsentation oder meiner Coffee-Lecture möchte ich Sie ganz kurz und knapp in das Themenfeld Open Access einführen. Im zweiten Teil der Lecture werde ich die Förderangebote der OB Gießen vorstellen. Genau, und wie gesagt, im Anschluss der Lecture haben Sie dann noch die Möglichkeit, Fragen an mich zu stellen. Zunächst einmal zur Frage, was ist überhaupt Open Access? Eine der bekanntesten Definitionen des Begriffs Open Access stammt aus der sogenannten Budapester Erklärung aus dem Jahr 2002. In dieser Definition heißt es, ich zitiere es ganz kurz, weil das eine wesentliche Definition ist des Open Access Diskurses. Open Access meint, dass Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, sodass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren. In allen Fragen des Wiederabdrucks und der Verteilung und in allen Fragen des Copyright überhaupt sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den jeweiligen Autorinnen und Autoren Kontrolle über ihre Arbeit zu belassen und deren Recht zu sichern, dass ihre Arbeit angemessen anerkannt und zitiert wird. Also das ist diese bekannte Definition von Open Access aus der Budapester Erklärung. Zusammenfassend bedeutet Open Access also der freie und öffentliche Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, wobei bei Open Access ein Fokus auf wissenschaftliche Publikationen gelegt wird. Darüber hinaus bedeutet Open Access möglichst freie Nutzungsmöglichkeiten von Publikationen, nämlich ohne finanzielle, technische und rechtliche Barrieren. Diese freien Nutzungsmöglichkeiten umfassen auch die Möglichkeit zur Bearbeitung, Zitation und Verbreitung von Publikationen. Ein etwas anderer Blickwinkel auf den Begriff Open Access ist, dass es sich bei Open Access um ein neues Geschäftsmodell im Publikationswesen handelt, nämlich dass bei der Publikation von Zeitschriften, Artikeln oder von Monographien Gebühren bezahlt werden, aber dann im Anschluss nach der Veröffentlichung diese Artikel oder die Monographien, Sammelbandbeiträge oder sowas kostenfrei und frei über das Internet weltweit verfügbar sind. Das heißt, es wird bei der Publikation wird etwas bezahlt, dafür kann danach die Publikation frei genutzt werden über das Internet. Wie Sie auf der folgenden Folie sehen, existieren unterschiedliche Wege, um in Open Access zu publizieren. Zu den wichtigsten Wegen zählen der sogenannte Gold Open Access Weg, zweitens die Publikation in Hybrid Open Access und drittens die Publikation in Green Open Access. Auf diese Wege, die jeweils zum Ziel der Open Access Publikation führen, möchte ich jetzt ganz kurz und knapp eingehen. Die Publikation in Gold Open Access bedeutet, dass ein Artikel in einer Open Access Zeitschrift erst veröffentlicht wird. Eine Open Access Zeitschrift ist eine Zeitschrift, die alle ihre Beiträge im Volltext verzögerungsfrei zur Verfügung stellt. Ebenso gibt es Gold Open Access für Bücher oder Beiträge in Sammelbänden. In diesem Fall handelt es sich dann um eine Erstveröffentlichung einer Monographie oder eines Sammelbandes im Open Access. Unter Green Open Access versteht man die Zweitveröffentlichung einer bereits in einem Verlag bzw. einer Zeitschrift erschienenen Publikation auf einem institutionellen oder disziplinären Repositorium, wie beispielsweise unser Repositorium JLU Pub. Und der letzte Weg zu Open Access ist das hybride Open Access. Hybrides Open Access bedeutet, dass in einer kostenpflichtigen Zeitschrift für die freie Zugänglichkeit eines Artikels, das heißt für die Publikation in Open Access, eine optionale Gebühr bezahlt wird. Hierbei besteht jedoch die Gefahr oder auch die Kritik des sogenannten Double Dippings, nämlich dass Verlage zum einen Subskriptionsgebühren für die Zeitschrift verlangen, zum anderen noch Gebühren für die zusätzliche Publikation in Open Access.
damit sozusagen zweimal die Möglichkeit von Verlagen besteht, für die Artikel in der Zeitschrift zu bezahlen. Also diese drei Wege sind die sogenannten Hauptwege, die zu Open Access führen. Es gibt noch weitere Wege zu Open Access, auf die werde ich jetzt aber in der kurzen Präsentation nicht eingehen. An der Universitätsbibliothek Gießen oder an der JLU insgesamt wird aktiv die Publikation in Open Access gefördert. Die Förderung von Open Access basiert dabei hauptsächlich auf vier Säulen. Das ist erstens die Säule der verlagsspezifischen Open Access Vereinbarung. Die zweite Säule ist die Säule der, unseres Open Access Publikationsfonds. Die dritte Säule ist das Repositorium JLU Pub. Und die vierte Säule unserer Open Access Förderung sind Beratungsangebote zu Open Access. Auf diese vier einzelnen Säulen werde ich jetzt eingehen im Anschluss. Zur ersten Förderkomponente. Es ist so, dass die JLU Gießen Vereinbarungen mit verschiedenen Verlagen besitzt, die die Publikation in Open Access betreffen und diese Vereinbarungen unterschiedliche Komponenten umfassen. Dazu zählen beispielsweise erstens Rabatte auf das Publizieren in Gold Open Access Zeitschriften, zweitens die Möglichkeit des Publizierens in Open Access ohne zusätzliche Kosten in hybriden Zeitschriften oder drittens auch die kostenfreie Publikation in ausgewählten Open Access Zeitschriften. Die Voraussetzung, dass Sie von den Vereinbarungen, die bestehen, Gebrauch machen können, ist, dass Sie im Einreichungsprozess Ihre Affiliation zur JLU bestätigen und aufzeigen. Eine Übersicht, also wie gesagt, es gibt ganz verschiedene verlagsspezifische Vereinbarungen, eine Übersicht über die verlagsspezifischen Open Access Konditionen unserer Einrichtung finden Sie auf der Homepage der Universitätsbibliothek Gießen. Das heißt, wenn Sie sich dafür interessieren, in Open Access zu publizieren, lohnt sich ein Blick auf unsere Homepage, um zu erfahren, in welchen Verlagen Sie zu welchen Konditionen in Open Access publizieren können. Die zweite Förderkomponente, wie gesagt, ist der Open Access Publikationsfonds der Universitätsbibliothek. Der Publikationsfonds bietet eine finanzielle Unterstützung bei der Publikation von Artikeln in Gold Open Access Zeitschriften und bei der Publikation von Open Access Monographien. Bei der Förderung von Open Access Zeitschriftenartikeln unterscheiden wir zwischen der Statusgruppe der Wissenschaftler und der Statusgruppe der Nachwuchswissenschaftler auf der anderen Seite. Zur Statusgruppe der Nachwuchswissenschaftler zählen wir Angehörige der Justus-Liebig-Universität bis maximal 5 Jahre Promotion. Im Bereich der Zeitschriftenartikel ist es so, dass für Wissenschaftler können 50% der Publikationskosten übernommen werden bis zur maximalen Fördersumme von 1.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Bei Nachwuchswissenschaftler werden 75% der Kosten bis maximal 1.500 Euro der Publikationsgebühren übernommen. Eine weitere Förderkomponente des Publikationsfonds sind die Monographien. Bei Monographien ist es so, dass der Open Access Publikationsfonds 50% der Kosten bis maximal 5.000 Euro übernimmt. An dieser Stelle ist aber anzumerken, dass Dissertationen und andere Abschlussarbeiten von der Förderung über den Monographienfonds ausgeschlossen sind. Diese können aber kostenlos auf dem Repositorium JLU Pub publiziert werden und somit auch in Open Access erscheinen. Ich möchte Ihnen kurz eine Checkliste geben, was Sie beachten müssen, wenn Sie Mittel über den Publikationsfonds beantragen möchten. Voraussetzung oder Grundvoraussetzung für die Förderung über den Publikationsfonds ist, dass es sich bei Ihrem Artikel um einen Artikel handelt, der in einem Gold Open Access Journal veröffentlicht wird oder es sich um eine Monographie handelt, die eine reine Open Access Monographie darstellt. Ob das von Ihnen gewählte Journal ein Gold Open Access Journal ist, können Sie zum Beispiel über das Directory of Open Access Journals überprüfen. Das heißt, Sie können auf diese Homepage gehen und können schauen, ob Ihr Journal, in dem Sie beabsichtigen zu publizieren, zu einem ein Gold Open Access Journal ist und somit auch förderwürdig ist. Eine weitere Fördervoraussetzung besteht darin, dass der Corresponding Author des Artikels Angehöriger der JLU ist.
Wenn Sie beabsichtigen, in Open Access zu publizieren, möchte ich Sie außerdem bitten, dass Sie kurz auf unserer Homepage überprüfen, ob individuelle Verlagsvereinbarungen existieren. Häufig ist bei diesen, bei der Beschreibung der Verlagsvereinbarung auch genannt, was Sie im Einreichungsprozess beachten müssen, um als Angehöriger, Angehörige der JLU zu gelten und damit auch von den Verlagsvereinbarungen Gebrauch machen zu können. Das ist eine kurze Checkliste, was Sie beachten müssen. Wenn Sie einen Aufsatz eingereicht haben in einem Open Access Journal, gibt es zwei mögliche Fälle, zwei mögliche Szenarien. Fall 1 ist, dass Sie im Rahmen einer Vereinbarung oder Mitgliedschaft publizieren. Falls Sie im Rahmen einer zentralen Vereinbarung Mitgliedschaft publizieren, ist es so, dass Ihre Publikationsgebühren über eine Sammelrechnung abgerechnet werden. Und diese Sammelrechnung erhalten nicht Sie, sondern die Sammelrechnung geht an uns. Die Sammelrechnung erhält das Open Access Team der Universitätsbibliothek. Und zur Begleichung dieser Rechnung nimmt das Open Access Team der UB Gießen Kontakt zu Ihnen auf. Wenn das der Fall ist, erfragt das Open Access Team Ihre Kostenstelle oder Projektnummer, Ihre Zugehörigkeit zur JLU sowie Ihre Statusgruppe zur anteiligen Begleichung der Rechnung. Fall 2, das ist dann so, im Fall 2 besteht keine zentrale Vereinbarung oder Mitgliedschaft mit der JLU. In diesem Fall erhalten Sie als Autor, Autorin eine Einzelrechnung. Sie als Autor, Autorin schicken dann die Einzelrechnung per E-Mail an das Open Access Team der UB Gießen. In der E-Mail sollten Sie außerdem uns eine Kostenstelle oder Projektnummer nennen, über die wir dann diese Einzelrechnung anteilig begleichen können. Außerdem benötigen wir von Ihnen den Nachweis über Ihre Zugehörigkeit zur JLU und gegebenenfalls, falls Sie zur Nachwuchsgruppe, zur Statusgruppe der Nachwuchswissenschaftler gehören oder Wissenschaftler, außerdem eine Mitteilung über Ihre Statusgruppe. Wichtig ist auf jeden Fall in beiden Fällen, dass Sie im Blick behalten sollen, dass nicht Sie die Rechnung begleichen müssen, sondern dass in beiden Fällen das Open Access Team der UB Gießen die Rechnungsbegleichung übernimmt. Die dritte Förderkomponente von Open Access ist das institutionelle Repositorium JLU-PAP der Justus-Liebig-Universität Gießen. Auf unserem Repositorium können Sie als Einrichtung Textdokumente und Forschungsdaten in Open Access publizieren. Vorteil ist, dass die Publikation auf JLU-PAP Ihnen eine freie Verfügbarkeit und eine weltweite Auffindbarkeit Ihrer Publikation über nationale und internationale Bibliothekskataloge garantiert, Ihre Publikation aber auch über gängige Suchmaschinen auffindbar ist und auch natürlich über Google Scholar. Außerdem erhält Ihre Publikation mit der Veröffentlichung auf JLU-PAP einen persistenten Identifikator und ist dauerhaft verfügbar. Die vierte und letzte Komponente unserer Open Access Förderin sind unsere Beratungsangebote. Erste Anlaufstelle für Sie, falls Sie in Open Access publizieren möchten, ist die Homepage unserer Einrichtung der UB Gießen. Auf der Homepage haben wir versucht, alle Informationen, die für Sie nötig sind, zusammenzufassen. Dort finden Sie beispielsweise Informationen zu den verschiedenen Verlagsvereinbarungen, zu unserem Publikationsfonds und zu unseren Förderbedingungen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit einer persönlichen Beratung zu Open Access an. Auch unsere Kontaktdaten, die Sie für die persönliche Beratung benötigen, finden Sie auch auf unserer Homepage. Darüber hinaus bieten wir in unregelmäßigen Abständen auch Schulungen zu Open Access an, zum Beispiel für Graduiertenzentren. Und abschließend möchte ich auch noch Werbung machen für unseren YouTube-Kanal der Universitätsbibliothek Gießen. Dort finden Sie auch Videos zum Themenfeld Open Access, nämlich ein Video zum Beispiel mit Informationen zur Förderung speziell von Open Access Büchern und ein Video, das sich speziell mit unserem Repositorium JLU-PAP beschäftigt. Ich hoffe, dass ich Sie mit meiner kurzen Präsentation in unsere Fördermöglichkeiten einführen konnte. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit
und stehe nun für weitere Fragen zur Open Access Förderung gerne für Sie bereit.